Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAP. Feuer und Dating mal ganz anders. Wir sind gespannt. 17 Uhr geht's los. Bis gleich. Bis gleich. Der Fall Weinstein eskaliert zum nie dagewesenen Hollywood-Drama. Er wird nämlich jetzt mehrerer Vergewaltigungen bezichtigt. FBI und Scotland Yard ermitteln. Ja, es gab eine Vertragsklausel, die sein abartiges Treiben anscheinend bestätigen soll. Und die Oscar Academy, die berät jetzt über seinen Ausschluss. Muss Weinstein anstatt in Therapie jetzt in den Knast? Ja, sie dachten, sie können aufatmen, aber auch an Tag 4 geht es leider weiter. Die Waldbrände in Kalifornien sind die heftigsten in der Geschichte des Bundesstaates. Doch das Schlimmste steht den Menschen in den kalifornischen Weinbergen womöglich noch bevor. Die Folgen sind verheerend. Wieder ein glückliches Leben, wunderbar. Ja. So freue ich mich an meinem Cheat Day. So, wir kommen jetzt zu was ganz anderem. Wer treibt was auf dem Kiez? Auf der Reeperbahn, Hamburgs Partymeile, da trifft man ja echt viele verschiedene Feiertypen. Darunter sind echt ein paar interessante Figuren. Einige leihen sich extra für ihren großen Auftritt einen Porsche aus. Andere sind eher so wie Herdentiere unterwegs. Jetzt wird's lustig. Heute am Freitag, den 13., sollen ja angeblich mehr Missgeschicke passieren als sonst. Richtig fies wird's aber, wenn die dann auch noch auf Fotos festgehalten werden und die ganze Welt drüber lacht. Ja, und weil die so lustig sind, wollen wir ihnen diese natürlich nicht vorenthalten. Jetzt gibt es die besten Schnappschüsse ever. And ever, ever, ever. Ja, wenn man sich kennenlernt, dann läuft das ja häufig so in mehreren Stufen ab. Ja, Augenkontakt, man flirtet. Ja, man tauscht Nummern aus, man geht vielleicht ein Tässchen Kaffee trinken, Candlelight-Dinner, vielleicht Kino und wenn es richtig gut läuft, dann gehst du eine Runde pfeifen. Okay, aber was passiert, wenn man direkt eine Nacht im Hotelzimmer gemeinsam verbringt, ohne die Person überhaupt jemals davor gesehen zu haben? Bei One Night in a Double Room läuft es genauso ab, aber ob es gut geht, schauen wir mal. Tja, und apropos Hotel, gestern Abend in München gab es eine Eröffnung eines Luxushotels und da war ein ganz besonderer Stargast zugegen, Tennislegende Boris Becker. Und das, obwohl die Schlagzeilen ja in den letzten Monaten ja, um seine finanzielle Situation nicht ganz so rosig war. Ja, ob er was zu dem Thema gesagt hat und was seine Tochter Anna davon hält, hier ist das Neueste aus dem Fall Boris Becker. Ja, um Gelderfolg und eine mögliche Vaterschaft geht es jetzt auch bei diesen Promis. Hier ist der TAF Klatsch. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. So, jetzt gibt's wieder tolle Preise für Sie. Freuen Sie sich über das iPhone 8. Obendrauf. Das Geld ist bereits Montag auf dem Konto des Gewinners. Also einfach anrufen unter 01379 44 6000. Kennwort lautet Mega. Oder Mega per SMS an 3x4, 3x1. Wir drücken ganz fest die Daumen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Eine Woche lang haben wir 4 Tourette-Betroffene durch ihren Alltag begleitet. Wir haben erlebt, wie Michelle, Laura, Andy und Dominik ihre Erkrankung meistern, die sie völlig unkontrollierbar zwingt, ihren Ticks nachzukommen. Tja, und alle 4 meistern die Krankheit auf ihre ganz eigene Weise. Und sie sind komplett alleine auf sich gestellt. Aber was geschieht, wenn 2 Tourette-Erkrankte aufeinandertreffen? Hier ist der letzte Teil unserer Wochenserie. Tja, beeindruckende Wochenserie. Vielen Dank, dass wir euch 4-mal über die Schulter schauen durften. Ihr seid großartig. Wir alle haben Ticks. Definitiv. Die einen sind versteckter, die anderen etwas offensichtlicher. Also, wir machen weiter mit unserem Gewinnspiel. Freuen Sie sich über 1000 Euro und 1000 Euro Cash. Das Geld ist bereits am Montag auf dem Konto des Gewinners. Also einfach anrufen unter 01379 44 6000. Kennwort lautet Mega. Oder Mega per SMS an 3x4, 3x1. Wir drücken die Daumen. Viel Glück. Ja, andere Teenies gehen ins Kino, hängen mit Freunden oder Freundinnen ab, essen Eis, halt solche Geschichten. Hanna dagegen macht etwas ganz anderes. Sie füttert ihr Haustier, denn Hanna zieht ein Rehkitz groß. Tja, und so ein Bambi braucht nicht nur ganz viel Aufmerksamkeit. Irgendwann muss man sich auch schweren Herzens wieder von ihm trennen. Und heute ist dieser Abschiedstag gekommen. Das ist wirklich schön. Oh. Du bist so unemotional. Nee, aber es war echt süß. Dann gehe ich jetzt mal meinen Hasen füttern. Männer. Schönes Wochenende. Schönen Feierabend. Wochenende. Freut euch. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.